Die Spritze aufgezogen und rein ins Becken. Stolz füttert Frank Müller seinen jüngsten Neuzugang im Aquarium. 10 Exemplare der Aurelia labiata, eine spezielle Art der Ohrenqualle. Angst vor Angriffen hat der Aquariumchef keine. Er weiß, die Tiere sind harmlos. Nur Allergiker können bei Berührung Ausschläge bekommen. Und jetzt genießen die Ohrenquallen erstmal ihr Festmahl. Das ist Zooplankton, so genanntes Zooplankton, was wir selber füttern und anreichern. Und warum mit der Spritze? Weil ich sonst so eine Menge da reinschütten müsste in das Becken, dass die Belastung viel zu hoch wäre. Das heißt, gezielt füttern ist da in dem, macht halt Sinn. So, dass ich Wasser nur einmal pro Woche wechseln, sonst möchte ich dieses 2 bis 3 Mal. Deswegen gezielte Fütterung. Bis zu 40 cm Durchmesser werden die Ohrenquallen hier erreichen. Das Verbreitungsgebiet der Aurelia labiata erstreckt sich von der kalifornischen Westküste bis zur Ostküste von Japan. Also hier die Ohrenqualle, Weltmeere, eigentlich Ostsee, Nordsee, Pazifik, Atlantik. Bei der labiata ist es so, dass die in kälteren Regionen sich gerne aufhält, also bis nach Alaska zu finden ist. Also für mich sind das grazile Tiere, die man wirklich also stundenlang zuschauen kann, wie elegant die sich bewegen, wie sie sich treiben lassen. Und diese ganz ruhige Bewegung, die haben die wirklich einen zum Meditieren bringt fast. Und für mich natürlich eine Herausforderung, gerade solche Tiere zu züchten und eine ganz tolle Sache, was ich sehr, sehr gerne mache. Die Ohrenquallen sind derzeit der Hingucker unter den rund 3000 Tieren im Hellerbrunner Aquarium. Und schon bald sollen hier noch 3 weitere Quallenarten gezüchtet werden. Nur ein Steinwurf entfernt, ebenfalls etwas ganz Besonderes fürs Auge. 3 Wasserschweinbabys, die vor 3 Wochen das Licht der Welt erblickt haben. Sie sind ab sofort der Blickfang für die ganze Familie im Parkteil Amerika. Und hier der 3. Racker. Namen haben die 3 kleinen Wasserschweinchen bislang noch keine. Wir haben noch nicht nachgeschaut, was die Geschlechter sind. Wasserschweine sind zum einen recht schwierig zu erkennen, weil die Geschlechtsteile auch innen drin sind. Und da wartet man lieber ein bisschen ab. Und außerdem empfiehlt es sich auch, dass die Kleinen nicht so sehr belastet werden gleich am Anfang, sondern dass sie erstmal in Ruhe das Leben genießen können. Und dann ist später immer noch Zeit dafür. Die sogenannten Capybara sind sehr scheue Tiere. Ihr Verbreitungsgebiet ist in Südamerika, östlich der Anden. In Hellerbrunn gibt es nun insgesamt 6 dieser Exemplare. Die Wasserschweine sind recht große Tiere. Das sind die größten Nagetiere, die es auf der ganzen Welt gibt. Und haben ein schönes, putziges, langes Fell. Sehen auch sehr drollig aus, wenn sie aus dem Wasser steigen. Haben braunes Fell und der Kopf sieht auch sehr lustig aus. Die Augen und die Nase, das läuft alles sehr weit oben. Damit können sich die Tiere dann auch im Wasser sehr gut verstecken, weil sie nicht ganz aus dem Wasser rausschauen müssen, sondern die Nasenlöcher liegen dann frei gleich und dann können sie sich vor Feinden auch verstecken. In den nächsten Tagen bekommen die putzigen Jungtiere rassige südamerikanische Namen, die allesamt mit dem Buchstaben P beginnen. In rund einem Jahr sind sie schon ausgewachsen und bis zu 50 Kilo schwer.